Recht herzlich willkommen zur 159. Folge, ist es, glaube. Und zum Kerbal Space Programm. Ja, der Dralo hatte mir nochmal geschrieben, dass ich noch ein paar Änderungen machen sollte. Einmal hier unten, 210, sieht man hier, ist die Electric Charge. Das ist dann klar, konnte man da sehen. 10 hatte die Kapsel vorher, beziehungsweise der Hex. Ja, ich sollte dann noch ein bisschen was umbauen. Hier oben, ne, ist definitiv klar, haben wir ja so ein bisschen was mit dem Fairing gemacht und ja, im Endeffekt ist das nicht so das Ding. Dralo meint, dass ich mal ganz einfach, warte mal, wo ist der Punkt, den ich anpacken muss? Ich glaube, unterhalb des Decouplers, ne, ne, dann selbst da noch nicht mal. Er schrieb, dass ich die unter der Terrier einen Decoupler machen und darunter das Fairing. Also, das ist jetzt hier die Terrier. Da ist der Decoupler und das würde bedeuten, da das Stück lassen wir erstmal so und hier bauen wir erstmal um. So, da ist es so, dass wir hier ja die Geschichte haben. Das kann ich erstmal auch noch zerlegen. Da haben wir jetzt das Problem, dass dieses hier ist ja schon mal nicht schlecht. Das kann so bleiben. Aber hier haben wir einen Teil drin sozusagen, was wir nicht brauchen. Und das ist diese Bay. Die nehmen wir raus. Da ist das Fairing ja. So, jetzt bedeutet das, dass wir dieses erstmal direkt darunter schrauben. Das Junior sollen wir behalten, ist klar. Das brauchen wir, glaube ich, sogar. Und hier soll ich den kleinen Tank in einen etwas größeren umbauen. Da stand da auch noch drin. Da sind nicht die Tanks, sondern die sind hier. Das wäre also den, den wir gerade hatten. Und das ist der, der da rein soll dann. So, jetzt haben wir zwei Tanks, die so sind. Passt. Den Tank haben wir schon mal ausgetauscht. So. Dann ist hier das. Ja, das ist jetzt natürlich auch schwierig. Da müssen wir das definitiv nochmal rauspacken. Weil dieses Teil soll ja nun mal am Ende da unten runter. Und dann müssen wir das nochmal. Wo war das jetzt? Bekleidung bearbeiten. So, dann geht aber gar nicht so hoch, oder wie sehe ich das? Doch, geht so, muss man nur mehrere Schritte machen. Dann so bearbeiten, dass das dann da wieder passt, ne? So. Das können wir erstmal so lassen. Zoomen wir mal rein. Nehmen unsere Antenne. Ja. Das ist natürlich jetzt doof. Ja. Müssen das nochmal so machen wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir müssen es jetzt erstmal zusammenbasteln irgendwie, ne? Das reicht mit dem Bildschirm schon nicht mehr. Ja, gut. Machen wir jetzt erst zu. So, da können wir jetzt erstmal die Antenne reinbauen. Ja, snappen, erzwingen war mit Alt, hat der Dralo geschrieben, glaube. Und ja, aber so wie es aussieht, ist es mit dem Alt wohl doch nicht so. Linux-Version wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Jetzt geht's nämlich ganz schlecht. Oder ich snappen.
So, jetzt ist auf jeden Fall dran. Und jetzt müsste ich noch den Gu nehmen. Den wollen wir doppelt machen. Der muss da auch noch irgendwie rein, ne? So, und das ist jetzt unser Problem, was wir da haben. Dass das ziemlich eng hier ist, ne? So, das sieht schon mal ganz schlecht aus. Geht es denn so da dran? Gute Frage, ne? Machen wir erstmal das hier noch umschalten. Und dann kriegen wir den da rein, oder? Und dann haben wir hier das Solarpanel im Weg, in Anführungsstrichen. Das Solarpanel sollte aber weiter nach da nur. Und sieht doch alles ganz gut aus, oder? Ist jetzt nicht ideal eingebaut, ne? Aber noch höher. So. Machen wir raus. Und schlafen. Ne, da haben wir gerade ein falsches des Hex anerwischt. Dann wieder rein und passt, ne? Sollte funktionieren. So, dann haben wir das schon fast umgebaut. So, jetzt müssen wir nochmal hier dran und nochmal bearbeiten. So, rückwärts. Rückwärts. Und so. Wie geht's denn einfach nur hoch? Okay. Ne, da müssen wir nochmal einen Rechtsklick machen. Oder können wir nochmal? Müssen wir nicht, sondern wir können einen Rechtsklick machen. Und können dann da schon mal so hin und dann da so hin und so hin. Und dann haben wir es doch fertig, oder? Dann ist das doch schon mal schick. So. Ich glaube, dann haben wir es richtig rum wieder zusammengebaut. Unsere Bauteile sind doch hoffentlich alle noch dran, ne? Die Gus sind dran. Wir haben Solarpanels. Ach, die Batterie ist verschwunden. Kann das sein? Wir haben keine Batterie mehr auf dem Octocore, oder wie hieß er? Keine Ahnung. Nochmal Strom. Nochmal den Ring. Nochmal den da drauf. Batterie angepackt, auch nochmal drauf. Und die ist jetzt leider ein Stück am rausgucken, ne? So, nochmal bearbeiten. Also mal ein bisschen näher, dann sehe ich das besser. Ich glaube, wir gehen noch mal eine Stufe runter. So. Ist gut. Und dann so. Und fertig. So, jetzt ist es optimiert. Batterie haben wir jetzt wieder. Läuft, oder? Gut, das haben wir dann angefertigt. Wieder mal ein bisschen raus.
So, dann können wir das wieder anbringen. Wir müssten hier noch die Geschichte gleich ändern. Auf 65.000 Meter soll das ja abfliegen, hat der Dralo gesagt. Okay. 65 bis 70 sollen wir das so absprengen. Das bedeutet mal, wir müssen gucken. Da fangen wir erstmal weiter noch mit den anderen Sachen an. So, wenn die Mittelstufe startet, ist sie circa auf 25.000 Meter. Ja. Meter ist gut, ne? Kilometer sind es natürlich. Oder? 25.000 Meter ist Kilometer, passt. Da soll ich schon mal definitiv hier nochmal umschalten auf Atmo und dann kann ich da noch was rausnehmen, weil das ist dann doch zu groß. So, und das bedeutet. Ja, der Tank ist es jetzt nicht. Der Tank ist es. Ist das jetzt ein ganzer? Ja, das ist wohl ein ganzer Tank. Und was haben wir da schon? Das Triebwerk dran? Nee, da ist noch ein Tank drin. Okay, das bedeutet da nochmal hin. Dann das Triebwerk ab. Diesen Tank erstmal weg. Dann den da dran. Und dann nochmal gucken. Und so wie es aussieht. Ändert sich das alles ganz rapide gerade. So, jetzt müsste man natürlich schauen. Anderthalb braucht man. Dann war das wirklich so? Gute Frage, ne? Jetzt muss ich noch mal in die 2000 in der Unterstufe. Da sind wir da ja auch jetzt zu groß. Okay, wir haben ja auch Ballast abgeworfen in dem Sinne, ne? Jetzt wird das, ja, wird das ernst, ne? Action Groups neu sortieren, definitiv. Minus. Raus erstmal. Wen haben wir da? Die beiden müssen schon mal definitiv in einer Gruppe sein. Der startet. Absprengen, starten, läuft. Die beiden sind in einer Gruppe. Und die beiden da. Muss hier noch was rein, denke ich. Und den schieben wir mal gerade erst dahin. So, und dann haben wir da. In der Null. Haben wir atmosphärenmäßig das. Mit Reserve sollte ich ja vergrößern, hat der Dralo gesagt, passt. So, und jetzt haben wir hier, müssen wir eigentlich 2000 haben, das ist dann zu groß, und hier oben müssten wir 1500 ungefähr haben, ne? Ja. Das heißt, da ist es zu groß, und, aber wenn wir da oben jetzt noch was reinbauen, ne? Nee, warte mal, wir müssen das so sehen, das muss also noch viel kleiner. So ist es richtig, genau. So, wo war das jetzt die? Ne, das ist es, ne? Also das weg. Und der war der falsche. Der war dann der richtige, oder wie sehe ich das? Und die wieder da dran, ne? So. 3000. 3500. 67. Ich hoffe, ich verstehe es jetzt richtig, ne? Das wäre immer noch zu groß dann. Das kann es nicht sein, oder? Mittelstufe Vakuum, dann ca. 1500. Also, Vakuum haben wir. Na, das ist 1500 zu machen. Okay. Weg.
Das. Das. 2, 4. Das weg. Das rein. Das wäre die Mittelstufe mit 1500. Und da ist es nix. TWR, Atmo gedrückt. 2000. Ist jetzt aktiviert oder nicht? Gute Frage, ne? Aber dann wäre das jetzt 3,9. Die Kiste ist voll groß, ne? So, Shift-Taste. Geht nicht. Tralo hatte mir geschrieben, dass ich die Shift-Taste drücken will, dann kann ich die Rakete hoch und runter machen, ist aber nicht so. Funktioniert leider bei mir nicht. Ah, da hat das dupliziert oder sowas gerade gemacht, ne? Auch sehr schön. Ja, das gestaltet sich gerade schwierig. So, tiefer runtergehen. So, Stufe mit Atmo. 3000 haben wir jetzt. Jetzt sind es 3,7 sogar. Weil wir den Tank noch ausgewechselt hatten. Mittelstufe. Ohne Atmo. Ne, auch so. Und 1500 haben wir. Passt also. Und mit Atmosphäre jetzt hier unten noch 2000 rausmachen. So, das bedeutet Triebwerk an der Seite, Tank weg, Triebwerk dran. Zu viel. Triebwerk weg, Triebwerk dran. Zu wenig. Den dahin, den. Wo sitzen die Terrier drunter? Da. Das bedeutet den weg. Was der? Der war es dran. Den da dran. 2,5. Nochmal zurück. Nochmal den. Und den. 2,1. Würde ich sagen, passt. Umschalten. 1,5. 3,7. Das obere ist reichlich, aber ist jetzt so. Gut. Das wäre unsere Rakete dann. So, jetzt können wir da auch ganz mit tief runter. So. Schwerpunkt einmal anzeigen. Ist noch da. Die würde ich jetzt aber trotzdem dahin machen. Zwei sind es noch, ja. Geht wohl doch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mach sie da ein und fertig. So, das soll jetzt die Rakete sein, die reicht. 2000 erste Stufe. Dann sind wir auf 25 angeblich. Da ist die nächste. Und dann so. Achso, jetzt hier unten noch das Triebwerk da. Muss man noch gucken, dass wir das auf 1,5 kriegen. Da sind wir schon vorbei. Passt. Jo. Das wäre das Ding dann, oder? Jetzt haben wir hier sogar noch 2,2. 1,5. Und da oben 3,7. Die Stufe ist das Ding ins Absprengen. Also,
Die beiden zusammen ist richtig. Die beiden zusammen ist richtig. Und das Ding soll dann fliegen. Dahin. Weiß ich nicht. Reicht das? Ja, gut. Haben wir soweit erstmal. Speichern wir mal ab. Ich weiß nicht, ob das so reicht. Ist die nächste Frage. Aber das müssen wir dann mal gucken. Problem, was ich habe, ich werde jetzt noch zwei Folgen aufnehmen müssen, ohne dass ich was kommentarmäßig machen können, weil ich in der nächsten Zeit nicht da bin. Das heißt, die nächste Folge werde ich definitiv nicht noch einmal um Action Groups kümmern. Und in der Folge danach müssen wir dann mal gucken, dass ich da irgendwas anderes mache, weiß ich noch nicht, was ich da mache. Aber da kann ich nicht eure Ratschläge dazu machen. Das müssen wir dann mal genau schauen, wie wir das dann machen. Das weiß ich dann auch noch nicht. Gut, und wenn, dann setzen wir die Fluggeschichte hier in Sand und dann ist das halt so. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge dann auch schaut. Bis dann, tschüss!